Hallo und willkommen zu Johnnys Videospiel Neural Blender Quiz, einem Quiz, in welchem Johnny Videospielbilder gemacht hat. Und zwar, Johnny und ich, wir haben einen Stream gemacht, in dem wir Neural Blenders, eine Website, über die ihr Bilder generieren könnt, in dem ihr Begriffe eingebt. Und eine KI generiert dann Bilder aus verschiedenen, vermutlich Google-Bildersuchergebnissen. Ja, und es ist teilweise kommen erschreckend gute Bilder raus. Das heißt, schaut den Stream rein, wenn ihr sehen wollt, was man für verrückte Dinge damit machen kann. Das war auf jeden Fall ein wildes Abenteuer. Und Johnny hat sich natürlich gedacht, er wird einen Quiz daraus machen. Und gerade mal 3 Monate später. Das stimmt. Ich glaube, es waren 2, aber dennoch. Können wir drüber reden? Wir haben schon drüber geredet, aber dieses Bild ist nicht in irgendeiner Form mit mir als Person zusammen entstanden oder so. Und es sieht so sehr aus wie ich da oben in dieser Spiegelung. Es sieht aus, als wäre ich vor so einem PowerPoint-Präsentationstafel-Ding als Morphkugel mit so einem Mikrofon und habe noch so einen Pokal dabei. Das ist übrigens das Bild, das rauskam, als er Johnnys Videospiel Neural Blender Quiz eingegeben hat. Genau, wenn man das eingibt, also wahrscheinlich könntet ihr es sogar nachstellen. Ja, das ist halt irgendwas mit Tetris zu tun. Ist hier auf jeden Fall ein Pokal im Vordergrund, den du dir anscheinend in einem Quiz mal erarbeitet hast. Den bekommt dann ihr. Bei Johnnys Videospiel hat er dann dich erkannt und hat dich dann reingebracht. Er kann mich nicht erkennen, Es ist kein Einkaufswagen oder ein Fahrradlenker. Das sind Nerven. Oben links. Es ist reiner Zufall, dass das aussieht wie ich. Aber ist unfassbar eigentlich. Die Blitze sind da bestimmt das Nervensystem oder so. Ja, das kommt von Neural wahrscheinlich. Ist da rechts? Ja, wahrscheinlich von Neural. Ist das ein Ohr? Ja, eben, oder es sieht so sehr so aus. Oder es ist eine Hand. Vielleicht ist es ein Typ, der gerade auf eine Laterne zeigt. Seht ihr das? Im Selfie-Mode. So nachts. Ja. Okay, auf jeden Fall, das ist so das, was daraus kommt. Aber wenn man halt eindeutigere Dinge eingibt, dann macht die Seite tatsächlich echt gute Ergebnisse teilweise. Ich habe gehört, dass Metroid und Bloodborne ganz gute Spiele sind, um Dinge einzugeben. Ja, es war so stark und es waren so coole Bilder. Und auch hier haben wir ein paar richtig, richtig... Also eins davon muss ich besonders hervorheben nachher. Das ist einfach nur ein Kunstwerk. Genau, und so sieht das dann ungefähr aus. Ich hatte dann ein bisschen Probleme. Ich durfte zum einen nicht mehr die Sachen nutzen, die Morgan und ich halt schon kennen. Da war sehr viel dabei, so viele Kirby-Sachen, Binding of Isaac, Metroid in diesem Fall. Ja, wobei es eher so gemischtes Zeug war. Es war sowas wie Binding of Isaac Pinball. Genau, das stimmt. Aber ich habe es dann trotzdem nicht mehr unbedingt reingenommen. Oder Rayman. Oder Wind Waker, das habe ich als Tweet gemacht und so. Deswegen hatte ich da ein bisschen Schwierigkeiten. Und... bei solchen Sachen wäre es meiner Meinung nach... Das ist etwa Tetris. Also es ist extrem ein cooles Bild, aber da steht halt wortwörtlich gefühlt Tetris oben drüber, deswegen... Nee, da steht, ja... Terz. Interessant, dass es sehr viele Elemente von Tetris-Effekt bekommen hat. Oh, du hast recht. Daher das Ganze, die Partikel und das Lila und sowas. Ja. Und da rechts steht... Das ist übrigens auch im Game Pass, falls jemand einen gesponserten Game Pass-Stream macht. Und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, bei solchen Ergebnissen... Das ist Hitman, oder? Slenderman. Ich habe bei solchen Ergebnissen habe ich mir dann nochmal die Freiheit genommen, ein bisschen was abzuändern, sodass es immer noch dasselbe Bild ist, aber dass da nicht Hitman steht. Das ist so ein weicher Teppich. Dass halt sowas dabei rumkommt. Das ist ein ziemlicher 80s-Vibe. Ja, es sieht so gut aus. Ist einfach sieht aus, als trägt er einen Mundschutz und eine Brille. Und als hätte er eine Und die Brille ist beschlagen. Beim Hintergrund dachte ich gerade, das wäre so ein Anfangsscreen von Mega Man und ein Teil. Oh, yeah. Du meinst Teil 2? Mit dem Hochhaus? Ja, wahrscheinlich. Ich meinte Teil 2. ja, das müsste Teil 2 sein. In meiner Erinnerung steht Mega Man immer bei jedem Titelbildschirm Funken Hochhaus. Also von daher, ups. Manche Sachen sind sehr videospielartig und manche sind natürlich normale Begriffe. Hat der eine Lego-Hand, der Mega Man? Das ist Agent 47. Stimmt. Agent 47 wird er sogar genannt. Im Easy Mode sind die einfachsten Ergebnisse gelandet. Ja. Und das sind 12 Bilder. Und in den ersten 12 Bildern geht es nicht darum, wer am schnellsten reinruft oder reinbuzzert, sondern alle drei geben eine Antwort ab, still und heimlich. Und dann wird abgeglichen, ob ja irgendjemand das nicht richtig hat, weil das sind sehr offensichtliche Sachen. Mal eine Frage. Bist du da so pingelig? Wenn da zum Beispiel The Legend of Zelda ist, wenn ich einfach nur Zelda eingebe, würde dich das stören? Wäre das falsch? Ja, im Easy Mode reicht mir das, weil wir Sachen tippen müssen, aber später müsst ihr die genauen Spiele sagen.
Also auch zum Beispiel The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja. Okay. Johnny ist nicht vorbei. Reicht's auch, wenn du Skyward Sword schreibst. Was ich sagen wollte, ist, würdest du sagen, da kann man Gernhardt reinholzen? Ach, komm, den hab ich vorhin gebracht. Ich weiß, ich hatte ihn noch im Hinterkopf. Als ob man dir Kopf geblieben ist, der Joke. Seid ihr ready für den Easy Mode? Sind die Buzzer ready? Ja. Oder zumindest müssen wir buzzern? Nein, oder ihr müsst nur buzzern, schreiben? Wir müssen nur schreiben, oder? Klappt das so? Okay. Jetzt? Hallo, ja, siehst du das? Perfekt. Okay, die Sache ist, wir tippen es ein und Johnny kann sehen, was wir eintippen fürs Protokoll. Genau. Alles klar. Okay. Ich mein. Ja, ich weiß. Es ist der Easy Mode. Wir haben alle Antworten drin. Es ist Spyro the Dragon. Jeder hat es von den Jungs richtig gemacht. Ich habe Spyro 1 geschrieben, aber es scheint zu gelten. Ja, ich habe Spyro geschrieben. Ja, in dem Fall, ja, ihr könnt von mir Spyro aus... Spyro ist schon wieder ein ziemlicher Überbegriff, muss man sagen. Ihr könnt auf jeden Ach, Fall... Ach, nun komm schon. Es geht hier nicht um Zeit, ihr könnt so genau wie möglich sein, damit Leute wie Moggy keinen Grund haben zu sagen, sie waren besser. Okay. Zu Recht. Weiter geht's. Ja. Ey, ich liebe es, dass es quasi so ein gewisses... Oh, das Bild sieht oben sieht aus, als wäre es Schwangerschaftsgymnastik. Ja, ich musste es reinnehmen, weil es generell einfach so interessant ist. Es sieht sogar aus, als würde da unten das Spiel liegen oder Wii Sports würde da unten liegen. Es ist nicht Wii Sports, sondern, wer will es sagen? Wii Fit! Ihr habt es alle richtig. Yeah. Wenn es einer falsch ist, hebe ich das hin. Ich muss aber gestehen, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Ich war mir auch nicht sicher. Jetzt, ich dachte, während ich dabei war, dachte ich mir, oh Gott, vielleicht war es doch eher Wii Sports. Es ist Wii Fit, das kommt raus. Ich habe eher überlegt, ist es Wii Fit U? Würde das zählen? Wii Fit U ist Wii Fit. Ja, okay. Auch wenn jemand sagt, das ist was... Nein. Okay. Vor allem nicht in diesem Kontext. Also ich sehe, warum ihr es nicht sofort oder warum ihr nicht komplett sicher seid, dass es Wii Fit ist, aber wenn man dann auf den zweiten Blick halt das... Man sieht das ganze... Wie heißt es nochmal? Ja, warum sollte das Balance Board dabei sein? Das Balance Board, man hat dieses Grün. Das Grün ist halt Wii Fit. Also ja. Oh. Ich wusste gar nicht, ob das nicht auch das... Oh, das habe ich tatsächlich letztens wieder gespielt. Gutes Spiel. Ja, wie viel Zeit habe ich? Also ich habe 6 Stunden oder so investiert. Ich habe über 30 Stunden Spielzeit in dem Spiel. Ich habe insgesamt 60. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wirklich? Ja, okay. Ich hab's durchgespielt. Nein. darf ich Steam öffnen? Du, wenn niemand sieht, ich meine. Nee. Ich meine, wir können den Easy Mode auch komplett weglassen an dem Punkt. Wir können dann auch einfach nutzen, dass du es mal nicht wusstest und dann haben die anderen mehr Punkte. Das ist dann so. Das finde ich fair. Da bin ich ein Fan von. Ja, bin ich auch. Also, Maeve hat geschrieben. Oh mein Gott, Maeve hat's noch geschrieben. Wie kam's denn? Ja, der Steam aufgemacht. Ich hab's installiert, weil ich spielen will, ja? Es ist Hollow Knight. Yeah. Ja, aber gib mir den Punkt nicht. Ich hab geguckt halt. Okay. Maeve hatte vorher Skull? Fragezeichen eingegeben. Ja, irgendwas mit Skull hat ich geguckt. Skull. Genau. Aber Hollow Knight sieht auch halt sehr... Man erkennt es einfach. Ja. Ich hab's ja auch erkannt, aber ich hab den Namen nicht mehr gewusst. Ja. Fully und Moggy, beide richtig eingegeben. Und keiner hat den Schreibfehler mit der Knight gemacht. Auch nicht schlecht. Wir haben das Spiel gespielt. Mhm. Für ein paar Stunden. Ich weiß, was ein Knight und was eine Knight ist. Ich weiß, was ein Höhenkrieger ist. Und ich weiß, dass der Charakter, den man spielt, nicht der Hollow Knight ist. Ich weiß. Ja. Und ich weiß, dass es jetzt weitergeht. Da würden mir zwei Dinge einfallen, die es sein könnten. Mir auch, ich habe mich Ich denke, ich werde das Offensichtliche tippen. Warum? Ich auch. Okay. Ihr habt alles in City eingegeben. Oder? Warum musst du Fully das sofort? City Skyline. Ich dachte mir, okay. Ist es das oder SimCity? Ja, okay, ich gebe das Offensichtliche ein. Es war haben wirklich wir alles gemein. SimCity eingegeben? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja, wir haben SimCity eingegeben. Ihr habt alles SimCity eingegeben. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ihr. Dass, ja, dass es vielleicht doch. Wenn wir es alle falsch hatten, ist das auch fair, würde ich sagen. Ja. Das ist alle richtig. Ja. Aber es wäre eine Chance gewesen, wieder aufzuholen. Ich hatte City Skylines als Alternative im Kopf, auf jeden Fall. Ich habe an City Skylines auch gedacht, mir ist der Name nicht eingefallen. Ich hatte das Smash Release, deswegen dachte ich mir, geh mit SimCity. Ich habe vergessen beim Einordnen der Schwierigkeitsgrade, weil ich dachte, ja, das ist ja so offensichtlich. Ich habe vergessen, dass es natürlich auch verwechselbar sein könnte. Das wäre vielleicht sogar gar nicht mal im Easy Mode gelandet dann. Was ist übrigens für eine.
Ist das übrigens der Überbevölkerungssimulator hier gerade, denn ich würde da nicht leben wollen. Da ist doch viel grün zu sehen, aber oh mein Gott, das ist wie... Aber das ist so cool, oder? Ganz dichte beieinander. Es ist so krass, ja. wie diese Website das darstellt. Das ist so ein cooles Bild. Mhm. Das ist echt ein cooles Bild. Das ist okay, gefällt mir nicht so gut. Ich finde, es ist krass, wie es einfach wirklich eine funktionierende Landschaft ist. Okay, ready? Ja. Yeah. Mhm. Oh. Es wird ein bisschen abstrakter. Die Frage ist natürlich, müssen wir den US-Titel oder den europäischen Titel eingeben? Du darfst es gerne so stehen lassen, wie du es eingegeben hast. Als ob du es erkennst. Ich hab was reingeschrieben, aber jetzt bin ich mir unsicher. Ich werde gleich einen Funfact droppen, meine Freunde. Okay. Oh, was? Ich kann nicht mal irgendwas eingeben, weil mir nichts dazu einfällt. Ja, ist in Ordnung. Ich habe was eingegeben, aber jetzt fühle ich mich unsicher. Ich war gar nicht aus, sicher. Hier, warte, ich gebe was ein. Ich werde bei meiner Intuition bleiben, denn ich denke, je länger es mir anschaut, desto unsicherer bin ich mir auch. Und deswegen, ich muss bei meinem ersten Tipp bleiben. Würde ich euch auch empfehlen. Maeve hat Harry Potter eingegeben. Das ist leider falsch. Sieht jetzt nicht aus nach Harry Potter, denn Harry Potter ist nicht unbedingt... Ich habe das Bücherregal gesehen. Ist es Tony Hawk Pro Skater? Morgi und Fully haben das gleiche eingegeben. Es ist Tony Hawk's Pro Skater. Fun Fact, beim ersten Teil... Ja. Den haben sie in der UK, ich glaube auch die europäische Version, Tony Hawk's Skateboarding genannt, weil sie Angst hatten, dass sie es vielleicht mit der, dass sie es mit, ich glaube mit Snowboarden oder mit Eislaufen oder so verwechseln, aber wie sich herausstellt, ist der Skateboarding bei den Kids wesentlich populär gewesen und die darauffolgenden Teile wurden dann auch Pro Skater genannt. Wie habt ihr das Skateboarden noch nie erkannt? Also das Skateboarding, ich habe die Halfpipe erkannt. Man sieht die Halfpipe, man kann da hinten durch so Scheiben oder sieht ein bisschen aus wie so ein Skatepark. Er ist in dieser Hocke, wenn man gerade so... Ja, genau. Ja. Das sieht für mich aus wie ein Bücherregal im Hintergrund. Ja, also sehe ich auch. Raum wäre. Das ist halt das klassische... keine Sorge. Das ist das klassische erste Level aus dem ersten Tony Hawk's, was diese Lagerhalle ist. Ich habe noch nie quasi Tony Hawk gespielt. Das ist ganz nett. War das erste Level nicht ein Flugzeughangar oder war das der zweite Teil? Es sind auch verschiedene Bilder für verschiedene Menschen halt unterschiedlich einfach. Das ist halt meine Einschätzung, weil ich habe es hier sofort erkannt. Aber wahrscheinlich, ja. Da werden schon noch Sachen kommen, die für euch sehr einfach sind, für mich nicht. Ich wäre unsicher geworden, je länger ich es mir angeschaut habe. Deswegen bin ich vorsichtig direkt meine erste Intuition niedergeschrieben habe. Ich würde es euch empfehlen, bei der ersten Intuition zu bleiben, ja. Weiter? Ja. Okay, Alarm. Hör mal bei. Ich meine, ich wollte schon, ob ich auch wieder einen europäischen Titel wählen will, aber nein. Lilith Wars. Leider haben wir alle verloren, das ist Lilith Wars. It's Star Fox, ich liebe diesen Fuchs. Ja. Der dann die Spitze von Corneria bildet. Ich wünschte, es wäre im Spiel so. Pass auf, Johnny, am Anfang von Star Fox Adventures, dem klassischen Star Fox-Teil von Rareware entwickelt auf dem Nintendo GameCube, kämpft man gegen so ein Schiff, das aus irgendwelchen Gründen einen T-Rex-Kopf hat, einen riesigen, der auf eine Feuerkugel spuckt. Das heißt, das ist mehr oder weniger Canon in irgendeiner Form. Aber es ist so ein cooles Bild. Ich finde, es passt Star Fox so gut zusammen. Da ist sogar Slippy. Also, ja, du siehst das Slippy. Ich sehe den Frosch. Ja. Wer ist die Nase unten rechts? Stimmt, kann man auch so sehen. Ja. Es sind Slippy und Falco in einem. Die mussten halt, das ist das stellvertretend für die gesamte Crew. Wo ist der Hase? Und wo ist Rob? Ready? Ja. Ja. Okay, warte. Was von beiden will ich wählen? Okay. Okay, soweit so gut. Hä? Das ist nicht mehr so. Ich denke, ich habe aus gewissen Fehlern gelernt, die wir gemacht haben. Denn ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf das hinausläuft. Was siehst du, Maeve? Bin ich der Einzige, der dich getippt hat, wieder? Du gehst halt beim Psychiater. Ich bin mir sehr unsicher. Das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Skifahrer beim Biathlon. Dann sehe ich keinen Schnee. Unten in der Mitte sehe ich EJ. Mhm. Wo man sich so Musiksampler raussuchen kann und reinpacken kann. Mhm. Und oben rechts sehe ich Guitar Hero. Das sind ein paar Videospiele, die du gedroppt hast. Ja, ich habe keine Ahnung. Alarm abgegeben. Ja. Dave nimmt sich immer ein bisschen Zeit. Fully hat das Risiko eingegangen und hat Rockband abgegeben, während Morgi und Maeve beide sich für Guitar Hero entschieden haben. Und es ist Guitar Hero.
Fuck! Ja. Ich hatte erst Guitar Hero drinstehen. Ja, hattest du auch, ich weiß. Und ich dachte Guitar Hero hat doch das Ding ganz anders eigentlich. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es Rockband. Ja, aber Scheiße. Pass auf, Fully, wenn du Rockband eingeben würdest, dann würdest du nichts bekommen, das wie ein Videospiel aussieht. Oh, das ist clever von Moggy. Stimmt. Hauptsächlich wusste ich auch wieder den Namen von der anderen recht, Reihe nicht. Du hast recht, ja. Ah, fuck. Aber dennoch. Der Grund ist trotzdem gültig. Wisst ihr, was mich sehr irritiert hat? Wir haben ja letztens dieses Scribble-It gespielt. Ich wollte gerade sagen, das ist wie bei Scribble. Ich dachte mir schon, kein Wunder, dass es Maeve nicht erkennt. Und Fully, der weiß doch nicht, wie das aussieht. Fully hat die Gitarre voll so gemalt wie hier. Das ist voll seltsam irgendwie. Okay, damit haben wir für Moggy 6 Punkte, für Fully 5 und für Maeve 4. Oh, die Führung für den Mögi-Master. Ja, wir waren die ganze Zeit gleich dann. Ja. Jetzt muss ich mich reinhängen. Oh, müssen wir nochmal eingeben? Ich hab's nur mal vorgelesen, wie es steht. Das ist ein absoluter Klassiker, wenn ihr mich fragt. Maeve wird, glaube ich, Probleme damit haben, es zu erkennen. Maeve bereut gerade, dass er hier ist. Also ich fand's sehr eindeutig, ich ehrlich gesagt. Ich find's absolut eindeutig. Was? Ich hab keine Ahnung, Mann. Johnny, du hast einen Timer laufen, oder? Nicht wirklich. Oh, ich dachte, wir haben 30 Sekunden pro Teil und ich habe das Gefühl, die beiden sind hier gerade ein bisschen unsicher. Ich muss sagen, Fully hat längst abgegeben. Ja. Und sagt, er hat keine Ahnung. Ich bin mir voll unsicher. Naja, ich bin mir relativ sicher, ehrlich gesagt. Maeve, ist das... Komm schon. Was denn? Warte, weißt du nicht, dass das Spiel existiert? Könnte das sein? Oh, ich habe keine Ahnung, was ist das? Okay, ich muss es so nehmen. Maeve gibt ein, Sonic als Shadow. Ich hab geschrieben, Sonic, also Shadow, ja? Ach so. Sag doch, es gibt das Spiel Shadow oder Hedgehog, Maeve. So, das ja, haben Moggy und Fully abgegeben. Ich würde das für Maeve fast gelten lassen, weil er wusste, dass es Shadow ist. Es gibt ein Spiel, das heißt Shadow oder Hedgehog. Ich hab's erkannt, aber ich kenne halt nur Sonic. Okay. Okay. Das Spiel heißt Shadow the Hedgehog. Ich hab sogar extra Sonic, also Shadow geschrieben. Also du bist so nah dran, deswegen tat's mir so weh. Zählt das jetzt oder nicht? Du hast Pity Points von deinen Konkurrenten bekommen, die würde ich dir so zuschreiben. Danke. Er wusste es, aber wusste du nicht. Er hat ein eigenes Spiel mit Explosionen und Pistolen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Und der Präsident der Vereinigten Staaten hat ein Bild, von Sonic und Shadow. Sein Scheißbund. Get ready. Sonic und sein Zwillingsbruder. Ein Herz und eine Seele. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Gott, ich liebe das unten rechts. Sieht einfach aus wie ein Streamer oder so. So ein super schlecht reingemüßiges Spiel. diesmal hat Moggy als letzter abgegeben sogar. Ich meine, ich wusste es, aber... Ja, er hat sich nicht wirklich... Er hat nicht gezögert, aber... Ich habe hier zwei Ideen, aber ich hoffe... Maeve war schnell, will ich damit sagen. Ihr habt alle Tomb Raider abgegeben. Ah, nice, sehr gut. Ich hatte Angst, ob es Uncharted ist. Ja. Ich meine, die Tempel und. Sind ähnliche Spiele vom Setting her irgendwo, oder? Also so einen grünen Tempel gibt's, glaube ich, nur Uncharted 1 ist so wirklich hier mit. Okay. Man verbindet Uncharted eher mit, ich würde eher sagen, nicht mit grünen Ruinen, okay? Okay. Ich denke, Uncharted hätte es auch nicht in den Easy-Mode geschafft, aber mal sehen. Maeve hat Uncharted gekauft, wo ich sehr stolz drauf bin. Alle Teile sogar. Hatten wir das nicht sogar in dem Dingens? Oh, ich glaube, das hatten wir in dem Stream sogar. Das glaube ich, das kann sein, dass ich das dann vergessen habe. Aber ihr habt sowieso alle perfekt abgegeben. Es war absolut einfach. Sekiro. Ich habe erst also mal überlegt, Morgi nicht wirklich einen Vorteil. Ja, das kann man erkennen. Alles klar, warte mal. Das war Nummer 10. Okay, zwei noch im Easy Mode. Okay. Oh Gott. Oh, warte. Oh, ich würde so gerne was dazu sagen, aber ich kann doch nicht. Okay. Jetzt darfst du morgen. Alarm abgegeben. Ich weiß, es ist Uncharted an dem Punkt, ganz offensichtlich. Was ist es? Maeve hat abgegeben, das, wo Gronkh Synchro war, und Fully hat Assassin's Creed abgegeben.
Na, das ist Uncharted. So sehen Uncharted-Ruinen aus. Ich weiß nicht, was Gronkh synchronisiert hat, aber es ist Uncharted. Ja, es ist nicht grün. Es ist mehr so eine andere Farbe. Ich finde auch, dass man es erkennt. Irgendwas mit so einer, Kolumbien. Nee, nicht Kolumbien. Ja, da ist man tatsächlich öfter unterwegs. Oder mit nee, ich meine das, was ich geschrieben hatte mit Gronkh, wo er synchronisiert hat. Irgendwie Teil 3 von so einem Inselspiel. Wo man mit so Fallschirm fliegt und so. Oh nein. Oh, Wie heißt denn das? Außer zwei Worte als Titel. Ja, du meinst Just Cause. Just Cause. Ich wollte Just Cause 3 schreiben. Okay. Oh, der Uncharted-Punkt war wichtig für den alten Mögen. Okay. Das sind 10 Punkte für Mori. Weil er so was Weißes trägt und tatsächlich solche Städte in Assassin's Creed 1 und anderen Assassin's Teilen Creed auch ab und zu vorkommen. Assassin's Creed verbinde ich eher mit grauen Farben. Ich sehe aber nur vor allem Assassin's Creed 1 der Videospiele. Hat tatsächlich solche Städte. Ja, ich sehe absolut, was Revelations du meinst, auch. Ich finde, das sieht deswegen auch aus wie Assassin's Creed 1 und 2. Das könnte es sein, ja. Aber ich sehe da halt so ein Jeep parken und ich finde vor allem, man erkennt... Ich war mir unsicher, ob es ein Auto ist. Es sieht absolut wie an den Protagonisten. Ich habe mich schon gewundert, warum der Protagonist Engelsflügel hat. Ich habe es als Robe. Das weiß ich auch nicht ganz. Ich sehe es eher wie so ein T-Shirt und der hat eine Hand in der Hose. Aber ja, okay. Hier. Und ich glaube, du bist bereit, Uncharted zu spielen, Maeve. Deswegen fand ich es so lustig, als sie alle von Uncharted gesprochen haben. Ich wusste, dass es im Easy Mode sogar noch kommt. Ja, Tomb Raider und danach Uncharted. Ich hab's gesehen und ich dachte mir sofort, oh, dieser Johnny. Das habe ich gehört. An der Lache. Das ist auch erschreckend eindeutig. Oder? Ich meine, das ist immer das Faszinierende. Man sieht es vor sich, man denkt sich, was soll das sein? Aber gleichzeitig, man erkennt nichts, aber man erkennt alles. Kannst du noch ein bisschen spezifischer sein? Ja. Wer, ich? So, alle haben's. Maeve hatte Final Fantasy geschrieben, aber... Ja, das ist sehr unspezifisch. Es ist eindeutig es sind die gleißenden Haare von... Ja. Wie heißt der? Cloud was witzig McStrife? Ist, weil voll viel... Ihr Cloud Strife, aber was voll viel anderes, was man da sieht, sieht tatsächlich wie Final Fantasy 8 aus. Zum Beispiel das da in der Mitte, das könnte die Gunblade sein. Das da oben sieht aus wie ein Charakter aus Final Fantasy 8. Das in der Mitte ist ein Moment am Überlegen. Oh, aber das Menü in Final Fantasy 8 ist auch grau. Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Ich weiß es. Okay. Mich erinnert es ein bisschen an Harry Potter 3. Es könnten auch so Wolken um Azkaban herum sein oder so. Oh Gott, das stimmt. Da bin ich ja froh, dass ich noch die 7 hinten angeschrieben habe. Yeah. Das sind saubere 8 Punkte für Maeve, 9 Punkte für Fully und Mori hat 11. Oh, yeah. 11 Punkte. 2 Punkte in Führung, hier aus dem Easy-Mode rausgegangen. Wir nähern uns. Das heißt, Mori hat nur eins falsch gemacht im Easy-Modus. Ja. Yeah. Das war das was wir alle falsch hatten. So, jetzt ändern sich die Spielregeln. Ab hier wird gebuzzert. So, jetzt müssen wir buzzern. Sind sie ready für euch? Könnt ihr sie gerade drücken? Ja. Ich könnte drücken, ja. Perfekt. Dann machen wir wohl einfach weiter. Maeve hat gebuzzert als erster. Ich behaupte, dass es Paper Mario 2 ist. Ist leider falsch. Ich war der Zweite dann, Fully oder? Fully hat als Zweites gebuzzert. Bubble Bobble? Maeve! Oh! Let's go! Es war dein Spiel! Ich hätte Yoshi's Island gesagt übrigens. Aber es sah so modern aus für Bubble Bobble. Ja, und dafür buzzern wir auch, weil ab jetzt kommen die falschen Antworten. Wer hat als Erstes gebuzzert? Maeve hat als Erstes, als Zweites Morgan und als Erstes Fully. Fuck! Last Running. Ja. Oh, das hätte man fast in Easy-Mode packen können. Also, ob wir alle hatte. Gleichzeitig dann auf einmal nach einer kurzen Gedanken. Ich dachte zuerst, es könnte Metal Arms Glitch in the System sein, dachte ich mir, nein. Ich muss überlegen, wie das Spiel heißt. Ja, ich auch, Fully, das war auch mein Problem. Ich habe es sogar im Winter Sale gekauft, weil ich es mir wirklich mal anschauen will. Oha. Maeve. Deponius. Oh. Fuck, oh, ich bin so hier schnell. Viel zu langsam. Oh. Ja, Mann, ich war zu langsam. 10 oh Gott, ich war hier gerade so hart zurück. Es ist Deponia. Ja, man sieht den Rufus. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell daran denkt, an diese Spiele. Ist die man Farben erkennt den Artstyle, ja. Ja, das stimmt. Okay. Reset your buzzers. Oh Gott. Und halt dich ran, Moggy.
Okay. Das war der Moggy. Was? Ja, das, ja, das ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich, aber Paper Mario. Leider zwei. Nicht. Nein, dachte ich mir fast. Irgendwie dachte ich an die Weltkarte. Ich weiß nicht, was ich hier sehe. Also, aber er hat gebuzzert. Komm schon, ihr müsst antworten, wenn ihr gebuzzert habt. Maeve, das weiß nicht, was ist. Ich? Maeve. Super Smash Bros. Ultimate. Auch falsch. Fully, du kriegst eine Chance, obwohl du nicht gebuzzert hast. Okay, du musst antworten. Ich hab absolut keinen Plan. Wirklich, als ob euch das so fremd ist. Also ich sehe... Ich sehe gar nichts. Ich sehe, da dass drin. Ihr verwirrt seid, ja, doch. Dann setz du mal zurück, dann können wir nochmal ran. Ja, es gibt eine gewisse Reihe, die... Müssen wir in dem Punkt überhaupt noch buzzern? Oder Maeve hat gebuzzert. Pokémon, okay. Leuchtende Diamantperle, oder wie das heißt, Schrander Diamant. Ist falsch. Nee, warte. Darf ich jetzt? Jetzt habe ich gebuzzert. Fully? Pokémon Sun and Moon. Warum? Inwiefern? Warum soll... Ja. Yeah. Ey, kommt schon. Sonne und Mond-Symbol. Sieht gar nicht so aus. Doch. Da oben rechts ist das Mond-Symbol und da links ist Solgaleo, ne? Oh. Ja. Also weiß man nicht. Keine Ahnung. Ich kenne noch Pokémon nicht. Ich gehe mal davon aus. Es gibt keine Lösung dafür, aber... Das Mond-Symbol. Es kam so zustande. Da sind auch ein paar Palmen. Generell so ein keine bisschen Sorge, Maeve. Seeluft kann ich da so ein bisschen wittern irgendwie. Ich kenne Pokémon, aber ich habe nichts erkannt. Das ist Alola. Aber ich habe Pokémon erkannt, ich kann doch nicht den Unterschied zwischen den Pokémon-Teilen kennen. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass Maeve mit Pokémon nah dran ist, also ist Fully von selbst drauf gekommen. Ja. Ja, weil er mal gehört hat, wie ich Pokémon gesagt habe. Du hast schon Mitleidspunkt für Shadow bekommen. Sei doch ruhig da. Nur werde ich mal nicht. Mann, musst du nicht an anderen Stühlen sägen. 11, 11, 10. Okay. Sind die Buzzer ready? Ja. Yeah. Moggy! Mirror's Edge. Das ist absolut korrekt. Ja. Yeah. Nicht schlecht. Oh, das ist das Comeback. Yes. Mir hat jetzt nur nicht die Führung aufgeben. Ich dachte, ich bin so gut. Ich habe so schnell gebuzzert, aber nicht schnell genug. Ich habe noch nach Orange gesucht, orangene Farben. Mhm. Das liegt daran, dass die Seite wahrscheinlich auch einfach eine Ecke und Spiegel einbaut. Spiegel genommen hat, ja. Oh, es sieht aber trotzdem sehr nach. Man erkennt das Spiel sehr. Das ist halt viele spiegelnde Gebäude, das Spiel. Deswegen heißt es vermutlich so, weil die Ästhetik halt auch dazu passt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Aber ich habe es auch nie gespielt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Den zweiten Teil gibt's gerade schon mal 2 Euro. War das schnell. Morgi ist als erster drin gewesen. Shit! Alle haben gebuzzert. Mario Party 3. Sehr spezifisch, ist leider falsch. Teil 3 hatte diese Paper Mario Optik. Als nächstes ist Fully. Mario Party 5. Ist auch falsch. Fuck. Maeve? So dämlich. Mario Party. Ja, das muss. Wenn die anderen das jetzt so gemacht haben, dann musst du auch. Ja, das ist der erste Teil. Ach so. Auch falsch. Moggy? Mario Party 4. Falsch. Komm schon, Jungs, was habe ich wohl genommen? Maeve ist als nächstes. Warum gibst du jetzt einen Tipp während die anderen beiden, wenn ich schon gebuzzert habe? Das ist doch unfair. Das stimmt. Ja, was soll das? Was hättet ihr denn jetzt als nächstes gemacht? Ja, ich bin erstmal durchgegangen. Ich wollte Rübersdorf sagen als nächstes. Also ich würde ja fast sagen, ihr kriegt einfach den Punkt nicht. Hey, ich wollte es doch sagen. Nur weil Morgi irgendwas rein... Nur weil du einen Tipp gibst, den nicht ich gar nicht deswegen, haben wollte? Sondern weil ihr einfach jetzt... Ihr habt so oft Mario Party gesagt, aber nicht das Richtige. Ich hab's nur einmal falsch gesagt. Es sieht aber auch nicht nach Mario Party Superstars aus. Nee, kein Stück, oder? Ich dachte, es wäre Teil 3 aus, aber wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt... Teil 5 war der Paper Mario. Stellt euch Superstar-Google-Ergebnisse vor. Ja. Wenn ihr auf Google-Bilder nach Superstars sucht, was wahrscheinlich kriegt ihr eine Crowd, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Also, wer bekommt den Punkt? Keiner oder Maeve? Entweder ich über keiner halt, ne? Das musst du entscheiden, frag doch nicht uns. Ja. Ich weiß, dass ich hier niemandem den Punkt geben würde, der nicht hier ist. Ich will das Gewicht nicht tragen. Dann bekommt den Maeve. Sehr gut. Hm. Ich kann nichts dafür, dass er den Tipp gegeben hat. Ich kann auch nichts dafür, dass er einen Tipp gegeben hat. Ich halte mich mehr zurück. Das ist schwer.
Was könnte das sein? Diesmal habe ich es nicht geschafft, die Buzzer zu resetten, und das war die eine Runde, wo ihr nicht gebuzzert habt. Das ist super. Ja. Ich habe jetzt gebuzzert. Hat gebuzzert. Hä? Okay. Ist es Putt-Putt reißt durch die Zeit? Nein. Das wäre ein bisschen hart, oder? Ich dachte, ich habe das P gesehen, ich habe dieses blaue Ding gesehen, das kommt dem Putt-Putt vor, also dachte ich vielleicht. Die Farbgebung sagt mir halt so gar nichts. Ist es ja. LEDs auf der Wii? Achso, du hast gebuzzert. Nein. Ja. Yeah. Ich gehe einfach mal davon ausgehen, dass Maeve nicht zeitgleich mit mir buzzert. Maeve hat gar nicht gebuzzert. Ich überleg noch. Es wäre halt cool, wenn die Geräusche, wenn man die hören würde, wenn ihr auch buzzert, wenn ich das hören würde. Das stimmt. Ja. Oh, ich habe eine Idee. Erst muss Maeve was sagen. Okay, Maeve. Okay, pass auf. Echo the Dolphin. Ist leider falsch. Okay. Warte, ist das ein Spiel? Perfect Blue? Das habe ich schon mal gehört. Muss erst mal buzzern. Oh, okay. Perfect Blue? Es ist falsch. Okay. Oh, krass, okay. Also, ihr könnt noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe gebuzzert. Mogi. Ist es Luigi's Mansion? Nein. Oha, gute Idee aber. Ist es eine gute Idee? Ja, finde ich schon. Ich meine, ich hätte Dark Moon sagen müssen, wenn dann. Beziehungsweise den zweiten Teil. Mhm. Okay. Willst du es nochmal versuchen? Mein Tipp, Blue Window. Das ist richtig, nein. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wenn man nochmal so über alternative Wörter für Window nachdenkt, okay. Portal. Das ist nicht schlecht. Oh. Let's go. Oder er hat es eigentlich ohne meinen Tipp geschafft, glaube ich. Ja, ich habe es ohne deinen Tipp geschafft. Also ein Portal ist keine Alternative. Ich meine, in irgendeiner Hinsicht wahrscheinlich. Aber als Cody Portal gesagt hat, das hat so viel Sinn ergeben. Ja, absolut. Ich mag halt auch, dass es nicht... Da ist auch ein P oben links. Ja, das ist so ein... Deswegen kam ich die ganze Zeit irgendwas mit P. Die Seite wusste echt nicht viel damit anzufangen, aber trotzdem, es geht ein bisschen in Richtung Test Chamber. Und da ist so ein kleines Portal. Wenn sie noch orange irgendwo hätten, dann hätte man es erkannt. Ja, vermutlich sind das so Portals in so Flughäfen und so auch. Ich war halt irgendwie beim Fenster auch, aber mir fiel halt nicht selber ein Fenster, weil rechts sieht für mich aus wie so ein Fenster. Und im P erkennt man auch so ein Fenster-Innenrahmen. Stimmt. Deswegen dachte ich, irgendwie muss Window da eingebaut sein in den Namen. Seid ready? Ja. Ja. Der Moggy ist als erster drin. Shit! Metal Gear Solid. Ja, ist ja easy. Leider ist es easy. Ah, shit, okay. Ich dachte. Echt easy. Ist nicht so offensichtlich, aber Moggy, schnelle Buzzer. Das ist ein cooles Bild. Das ist der Call, ne? Wenn die miteinander telefonieren. Mhm. Und ein bisschen. Und dann natürlich siehst du Metal Gear. Es ist alles Mögliche drin, ja. 13 für Moggy, 12 für Fully, 11 für Maeve. Okay. Das Treppchen ist immer noch aktiv. Hauchdünn. Ja. Die Abstände. Was? Als ob Moggy da schneller war. Das war so knapp. Metroid Prime Pinball. Falsch. Maeve als zweites. World of Warcraft. Ja, okay. Ich hab an WoW gedacht, aber ich hab nicht gebuzzert. Und du so, wow. Morgi, du hast übrigens 14 Millisekunden schneller nur gebuzzert als Maeve. Ich dachte, das ist ein Pinball-Spiel. Dann dachte ich mir, sieht ein bisschen wie Metroid aus, denke ja, ich. Ja, doch. Ich meine, Prime Pinball existiert. Sieht schon aus wie Warcraft. Aber Maeve sieht aber auch aus wie ein Pinball-Spiel und Johnny mag Pinball-Spiele. Maeve hat sich das direkt zu Hause gefühlt. Ich habe, als Morgi und ich das zusammen halt diese Bilder erzeugt haben, habe ich sehr viele Pinball-Crossover gemacht. Ah. Isaac Pinball. Metroid Pinball existiert aber wirklich. Ja, das kommen bestimmt alle bei Hard. Ja, ich weiß. Okay. Okay. Morgi hat gebuzzert. Oh, jetzt bin ich mir unsicher, aber ich sag Pokémon Schwert und Schild. Leider falsch. Aber als zweites hat sich jetzt Maeve getraut. Ich tippe Harvest Moon. Auch nicht korrekt. Fully ist als drittes dran. Stardew Valley. Was? Ach nee, ey. Was? Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil es ein Valley ist, ja. Und
Die Seite macht es. Ich möchte halt mal anmerken, es sieht aus wie Pokémon Schwert und Schild, diese Anfallsidee. Ich weiß, okay, was du meinst. Du hast absolut recht. Ich habe euch beiden Angst bekommen, weil ich eigentlich an ich dachte, das wird Animal Crossing übrigens. Ich will euch ich will euch nur nicht genug Tipps geben jetzt. Deswegen sage ich, wenn du sagst Pokémon, dann sage ich nicht so, oh, voll gut, aber leider nichts. Und ich will dann nichts verraten. Wir kamen bisher sowieso immer relativ schnell drauf, außer bei Portal. Das war auf jeden Fall stark. Ja. Ich weiß echt nicht, warum ich Harvest Moon statt Stardew Valley genannt habe als erstes. Das hat gar keinen Sinn. Ein kleiner Erntemond. Das ist die Sache, da wäre mit Sicherheit ein Mond gekommen. Man hat die Spielreihe im Kopf, hat sich an erinnert, aber man muss dann auch noch überlegen. Das Problem ist aber, man muss direkt, sobald man das Bild sieht, muss man halt dann auch sofort so schnell wie möglich was sich für was entscheiden. Als ich es gesagt habe, habe ich halt auch überlegt, ich sehe gar keinen Mond, scheiße, das muss irgendwo sein, ne? Ich glaube, es steht 13 für Morgi, 13 für Fully und 12 für Maeve. Wie kann das denn schon wieder so knapp werden hier? Hä, wann hat ein Fully wieder einen Punkt gemacht? Ja, jetzt gerade. Ja, stimmt. Er hat Stardew Valley tatsächlich erraten. Wir sehen es noch vor uns. Ihr seht, ich hab's noch nicht verarbeitet für mich. Für mich ist der Punkt denn noch da nicht. Jetzt schon wieder Punkt zwischendrin? Der ja. Punkt ist für mich noch nicht weg. Da war Morgi als erster und einziger. The Legend of Zelda, Link Between Worlds. Nicht korrekt. Okay, jetzt kommt mein Gedanke voll dumm. Ich habe an Plants vs. Zombies gedacht. Auch nicht richtig. Ich will nicht zu das hätte ich gesehen. Sein. Boah, keine Ahnung. Gut, dann kann ich ja die Buzzer resetten und die anderen dürfen noch. Ja, resette ruhig. Was? Wirklich? Ihr habt alle keine Assoziation? Ich hätte es fast in easy gepackt, glaube ich. Ich hab noch was. Maeve hat trotzdem als erster gebuzzert. Ja, wie, er hat doch vorhin nicht gebuzzert. Ja, weiß ich, aber jetzt hat er irgendwie als erster gebuzzert. Jetzt ist es Paper Mario. Nein. Okay, dann bin ich. Richtig. Mario und Luigi Superstar Saga? Nein, leider nicht. Fully buzzert nochmal rein. Ich hab Resident mich an, ich hab Evil? Mich, das ist nicht Resident Evil. Was? Ich meine, ich kann den Tipp hier abgeben, wenn ich hier dran bin. Maeve, Yoshi's Woolly World. Was? Yoshi's Woolly World. Leider nicht. Weil in der Mitte ist Wolle so gestrickt. Ich sehe die Wolle. Oh mein Gott. und das Grün. Ja. Ach. Kann ich? Du bist als zweites, ja. Yoshi's Crafted World. Auch nicht. Oh, ich liebe diese Runde. Aber Johnny, Kirby's Epic Yarn. Auch daneben. Ja, wer Pink dabei bei Kirby? Das stimmt. Soll ich euch einen Tipp geben? Wir haben absolut nichts. Also. Ich kann euch schon mal sagen, dass es keine Wolle ist. Okay, danke. Ich dachte auch eher, dass es Dornen sind, aber... Mario Sunshine. Leider auch nicht. Das sieht aber gar keinen Sinn, Maeve, also komm. Ich resette ab jetzt immer, wenn jemand gebuzzert hat. Okay. Damit Leute... Wo müssen wir überhaupt noch buzzern an dem Punkt? Ich weiß nicht mal. Ja, also der das jetzt als erstes einfach reinruft. Ich würde sagen, jeder macht doch einen Try und danach sind wir durch, oder? Okay, was halt ihr davon, weil niemand kommt drauf. Ja, ich hab gerade eine Idee noch gehabt. Okay. Fully hat gebuzzert. Jeder noch einen Try. Okay, nur einen Try. Ja. Fully hat gebuzzert. Half-Life. Nicht korrekt. Scheiße. Wer will als nächstes? Dann sag ich Mario Odyssey. Auch nicht? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen hat er nicht gebuzzert. Es ist Age of Empires. Okay, keine Punkte in dieser Runde. Es ist Rollercoaster Tycoon. What the fuck? Ich war so eindeutig. Nah dran am Ende. Okay. Ich muss eine Sache erklären. Jetzt, wo man es weiß, ist es so deutlich. Kannst du eigentlich zurückgehen? Nein. Nicht? Nein, für mich ist auch jetzt, wo ich sehe, ich erkenne es überhaupt nicht. Was erkennt ihr nicht? Ich sehe die Kassenbuch, ich sehe die Felder, ich sehe die Achterbahn, ich sehe ein Schwimmbecken, also ich sehe die Felder und sowas, aber das in der Mitte, was ist das in der Mitte? Die Achterbahn. Ja, das ist eine Achterbahn. Das ist keine richtige Achterbahn, aber die sahen früher immer so aus. Ich erkenne schon, dass das eine Achterbahn sein soll, aber es ist sehr kompliziert gebaut. Aber kannst du mal zurückgehen? Guck mal, da unten in der Mitte, das sieht einfach aus wie eine Röhre aus Mario, deswegen war ich so auf Mario fixiert. Oh, ja, ich habe auch da unten in der Mitte und da links und da ganz rechts in der Mitte ist auch was, wo ein bisschen wie eine Röhre aussieht. Ich dachte, dass es die ganze Zeit was Horrormäßiges, weil ich fand, dass das in der Mitte, das Rote, das sieht so fleischig aus irgendwie. Ja, es sieht aus wie Hack. Ja.
Also die haben die Achterbahn auf jeden Fall sehr, sehr verkackt. Ja, ja. Da muss man lange fahren. Ja, muss man lange fahren, das stimmt. Ich sehe, dass es schwer ist, wenn man es nicht weiß, aber ich finde, sobald man es weiß... Ist Großer Tycoon nicht sogar das Spiel, wo es so eine Rekorde gibt, wie lange es dauert, von einer Bahn zur anderen zu fahren? Wo es irgendwie 10 Jahre dauert oder so? Ich habe keine Ahnung. Also ich erinnere mich, dass die Grafik... Ich glaube, 10 Stunden oder so, das die Grafik des ersten Teils war wirklich manchmal so convoluted, dass es halt ein bisschen so aussah, deswegen... Okay. Okay, schade. Kein Punkt in dieser Runde. Boah, da war Fully als erstes. Ja, Ori and the Blind Forest. Ja. Ah, das war einfach. Ja, yeah. Schade. Ich dachte, es ist vielleicht nicht ganz so auf eurer Liste, die ihr direkt abrufen könnt. Aber den das hat schon Ori sehr allgemein in der Mitte. Ja, es ist sehr eindeutig, aber es war manchmal schwer einzuteilen, was Medium und was Easy ist. Ist ein gutes Bild. Hätte gemein sein können, es hätte der zweite Teil sein können. Das stimmt, ich hatte ein bisschen Schiss. Johnny hat bisher noch nie irgendwo einen zweiten Teil genommen. Es kommt, wenn, dann mal schwer. Doch, ich hab's, glaube ich, mal bei Call of Duty oder so gemacht, damit. Weil der erste Teil hieß komisch oder so. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Also, Call of Duty kommt noch dran. Okay, der erste Call of Duty heißt. Nein, nicht in diesem Quiz. Der erste Call of Duty heißt irgendwie. Combat Evolved oder. Nee, das war Halo. Nee, das ist egal. Ja, ist ein Untertitel. Machen wir weiter. Das ist jetzt der Hard Mode. Hard Mode, oh Junge. Setz die Buzzer zurück, bevor du das vergisst. Okay. Die Spielregeln ändern sich nicht, aber der Schwierigkeitsgrad eventuell. Okay. Achso, Zwischenstand: Morgi 13, Fully 14 und Maeve 12. Oh. Okay, Hard Mode. Fully hat gebuzzert. WarioWare Inc. Wie hast du... Das ist sogar... Ich das hätte ich tatsächlich auch getippt. Ich hätte auch WarioWare getippt, tatsächlich. Wow, okay. Du hast dann auch genau den Teil rausgefunden. Ich hab's nicht mal hingeschrieben, aber es ist WarioWare Inc. Yeah. Der Fully. Let's fucking go. Der Fully hat auch um einiges am schnellsten gebuzzert. Die anderen haben sich nicht getraut. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so schnell rauskommt. Schade, das war knapp dann wieder. Fully, der Lümmel. Das war nicht knapp. Niemand außer Fully hat gebuzzert. Doch, ich hab gebuzzert. Ja, aber sehr spät. Im Vergleich. Ja, aber ich wusste trotzdem. Ich fand's trotzdem knapp. Aber ich hätte es richtig gehabt, dass es darum geht. Ja, das ist richtig. Das ist hier ein wirklich... Die gönnen sich nichts. Ja. Morgi hat tatsächlich gebuzzert. Das ist jetzt Legend of Zelda Link Between Worlds. Ich muss dich leider enttäuschen. Bin ja, das wäre fast. Maeve ist als zweites. Minish Cap. Auch falsch. Shit, ich dachte auch an Minish Cap. Kirby's Epic Yarn. Boah, ich weiß gar nicht, wie ihr da jemals drauf kommen sollt, fällt mir gerade auf. Ja, ich fand das Bild einfach so Spaghetti cool. Spaghetti-Ding. Ja, ich sehe, was du meinst, ist leider falsch. Ich hab noch eine Idee. Okay. Aber Maeve hat schneller gebuzzert. Ich sag Katamari. Ist leider nicht das korrekt. War meine Idee! Was? Das war auch meine Idee. Ich sehe es komplett, was ihr meint. Warte mal, Katamari ist falsch? Es warte, ist falsch. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe gebuzzert. Aber meine Idee wurde mir vorweggenommen. Aber da ist auch so ein Sinn wie dir. Ich wollte auch vorhin Minish Cap sagen. Was seht ihr? Ich sehe eine Welt. Ja? Wenn du Tipps gibst, so musst du die Buzzer resetten. Hast du schon. Und ich sehe. Ich sehe Gummibänder. Ich hab doch eine Idee, ich hab Fully davon gebuzzert. Ja, ihr dürft ja buzzern jetzt. Wario World, Shake It. Nach WarioWare. Nein, das ist jetzt der Hard-Mode, ist einfach nur der Wario-Mode. Na, ich dachte, der hat eine gelbe Kappe, der hat diese spitzen Ohren, das ist vielleicht ein Shake. Das Gelbe da, ja. Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Schade. Fully hat nochmal gebuzzert. Super Smash Bros. Ultimate. Auch falsch. Jetzt dürfen die anderen erst, du hast schon zweimal. Okay. Ich habe absolut keine Idee. Ich weiß auch nicht, also ob ihr drauf kommen werdet, ohne Tipps. Also ich weiß definitiv, was das da oben ist. Echt? Das sind Spaghettis. Ja, okay. Also Morgi hatte etwas gesagt, was euch eventuell, das ist das Einzige, was weiterhelfen könnte. Was hat Morgi gesagt? Ich habe Kaugummi und Gummibänder gesagt. Nee, das meinte ich nicht. Oh, das, okay. Wenn man die Erde sieht, okay. Aha. Fully? Es ist ein Grow-Game. Nein. Oh, aber so ein guter Gedanke. Fuck! eins der Grow-Spiele. Okay, also wenn ihr mit Erde nicht mehr keine Idee mehr habt.
Aber ich hab getippt. Oh, du hast gepasst. Entschuldigung. Ich würde gerne Earthbound sagen. Als ob. Als ob er es jetzt nach zwei Stunden. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe bekommen. Ich hab gerade wirklich. Ich muss gerade auflösen. Earth. Ich wollte die ganze Zeit. Ich hab Erde, Earth. Was gibt's für Spiele? Halo gibt's. Und dann kam ich auch mal. Wahrscheinlich bound irgendwie wie so Seile. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt nur die Spielreihe da repräsentiert oder was passiert ist, aber es ist. Das repräsentiert nicht die Spielreihe. Teilweise schon. Es gibt so ein paar Bosskämpfe, die so ein bisschen wild aussehen. Also das ist berechtigt in hart. Aber ich muss gestehen, ich wär nicht drauf gekommen, wenn ich gesagt hätte, das ist der Tipp von Mogi und Mogi hat irgendwas mit Erde gesagt. Hm. Nur mit Kaugummi. Okay, wie wollen wir es machen? Soll ich einfach sagen, niemand gibt den Punkt oder soll ich Tipps geben? Womit seid ihr zufrieden, ne? Nee, Maeve hat sich den Punkt verdient. Ich würde erstmal ein, zwei kleine Tipps machen vielleicht. Ja, genau. Man weiß nie, welcher Tipp dann zu viel ist. Ja, keine Ahnung. Naja, man will ja auch drauf kommen. Also ich würde sagen, du kannst immer so lange Tipps kriegen, bis einer hat, oder? Maeve freut sich. Gleichstand mit Mogi. Nicht so sehr. Fully zum Beispiel bei Rollercoaster Tycoon, ich weiß nicht, was er noch für Tipps hätte geben können. Ja, das hat er ja auch abgebrochen an einer guten Stelle, finde ich. Ja, genau. Dankeschön. Da hätte er nicht weiter Tipps geben sollen, denn sonst wäre es zu einfach gewesen. Mhm. Ich wollte es auch gerade auflösen, also Maeve hat das kurz vor knapp hier noch gerissen. Hier hätte er ja auch fast abgebrochen, ja. Okay, weiter geht's. Oh, Fully war schnell. Oh, scheiße, ich erkenn's. Okay, ich habe zwei Ideen, aber ich hoffe, es ist Ratchet & Clank. Nein. Was ist deine zweite Idee? Shit. Nee, ich will die zweite Idee sagen. Ups. Achso, es war okay. Ratchet & Clank, Maeve, sonst hätte ich das nicht. Okay. Meine zweite Idee war Jack & Dexter, einfach weil vielleicht ist das da rechts oben Dexter. Ich wollte also, Beyond Good and Evil. Ich wollte gerade sagen. Ich hätte Five Nights at Freddy's gesagt. Ja, ich wollte auch sagen. Ich hätte gedacht, da kommt ihr irgendwie zuerst an auf Freddy oder so. Achso, ja. Nee. Aber Fullys Assoziation war direkt ja, komplett ins Schwarze. So. Also Fully hat da anscheinend Ratchet & Clank total rausgesehen. Schlecht. Ich nicht unbedingt. Ich auch nicht. Ich sehe nämlich keinen Clank. Ja, und er ist so ein bisschen da links. Das ist so eine Auto-Armatur irgendwie unten. Ich dachte, dass da oben rechts ist da entweder Ratchet oder Dexter. Das könnte deswegen Clank war ich mehr sein. Ich war voll fixiert auf links diesen Animatronic oder wie sie sowas nennen. Den habe ich keine Beachtung. Fully hängt euch langsam ab. 3 Punkte Vorsprung zum Rest. Ja, Morgi Fully ist Maeve gut hier drin. Dieser Fully. Fully hat als einzige. Und jetzt hat Mogi auch gepasst. Ah, da ist easy. Hades? Scheiß, ne? Ja. Ist nicht Hades. Nein! What? Mogi als kann zweites? Ich? Ja. Journey. Auch nicht. Shit, ich hab mich so zurück und weiß das nicht, weil ich auch Hades sagen wollte. Guess. Soll ich resetten, Maeve? Ja, aber. Nein. Journey würden ich weiß, aussehen. Es ist Celeste. Es ist nicht Celeste. Scheiße. Fully hat gebuzzert. Slay the Spire. Auch nicht. Shit. Das hat so einen gewissen cool. Cell-Shading-Art-Style. Oh, ich hab ne Idee! Firefighters. Ist das ein Spiel? Ne, Firewatch, so hieß es, sorry. Firewatch, so hieß das Spiel. Ja. Boah. Genau. Knappe Sache, ja, Fully. Ich sehe Firewatch. Ich hab dir erst total. Danke, Johnny, danke schön. Krass. Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so drauf kommen. Dein Tipp, den du die ganze Zeit gegeben hast, überleg mal, was das die KI daraus macht. Dann kam ich endlich mal drauf. Das ist ein Haufen Feuer. Ja, ihr müsst dann manchmal ein bisschen rückwärts, vor allem jetzt im Hardmode, ein bisschen rückwärts denken. So, ja. Welches Spieltitel hat denn das im Namen und solche Dinge? Ich sehe da nicht wirklich einfach. Feuer. Ah, okay. Ja, dann ist schwer. Okay. Aber es ist ein so cooles Bild, oder? Ich habe eine Wüste gesehen. Ja, so eine Wüste mit so einer riesigen Vulkandüne hinten irgendwie. Ich liebe diese Seite. Ready? Ja. 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 Maeve hat gebuzzert. Pikmin. Leider nicht. Nicht? Ein schlechter Call. Fully als zweites, aber hat wahrscheinlich seinen Tipp gerade verloren. Ich sag dann jetzt Pokken, also Pokémon Tournament. Auch nicht richtig. Shit. Mogi hat sogar also gebuzzert. Also, Tekken heißt es, never mind. Kirby's Air Ride. Leider auch nicht. Oh. Aber schöne Guesses, alle drei. Fully. Hey, you, Pikachu. Nein. Shit. Er hat das Nein so komisch gesagt. Oh, ich hab ne Idee.
Morgi, warum buzzerst du nie? Poli? Ja, weil ich überlege, Pokémon keine Ahnung, was soll ich denn... Es ist nicht Pokémon Channel. Fuck! Was soll ich denn buzzern? Ich habe keine Ahnung. Kenn ja, aber ihr könnt doch nicht Fully die ganze Zeit hier reinbuzzern lassen. Pokémon Rumble! Mir Nein. fällt nichts ein. Es, ja. ist, es ist nicht Pokémon Rumble. Kenn ich das überhaupt schon? Fully? Pokémon Mystery Touch? Nein! Jetzt musst du Fully aber mal auf die Wartebank setzen. Ja, ja. ich setze ja, er, jetzt kann nicht alle, er kann ja nicht alle Pokémon-Titel hier einfach durchsagen. Okay, Maeve und Moggy. Ich hab noch eine Idee. Kenn ich das Spiel überhaupt, Johnny? Mit Sicherheit. Okay. Sieht ja, so Gott, realistisch halt aus. Ich hab keine Ahnung. Noch nicht aufgeben. Ihr habt noch 7 Bilder, ihr könnt das noch alles holen. Ich sag einfach mal, das ist der Pokémon-Tracker oder wie das Ding heißt. Ich muss Nein sagen, weil ich weiß nicht, was das ist. Das ist das komische Ding, was dann mit sich rumschleppt. Okay, ich weiß es, scheiße. Ah! Morgi kriegt wenigstens einen Guess. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts. Ich und kann dann, kein Guess machen. Ihr fällt nichts dazu ein? Nein. Okay. Ich sehe nichts. Fully. Pokémon Snap. Oh, fuck. Du hast gesagt, es sind noch 7 Bilder da und ich kam schon länger dann auf die Idee, oh, es muss doch Pokémon Snap sein, was erzähle ich die ganze Zeit? Was? Nein, ja. Die 7 Bilder waren auf das Quiz bezogen. Stimmt. Nein, ja. Was? Du hast doch 7 Bilder, ihr könnt es doch schaffen. Warte, was? Ist egal, hat mich auf die Inspiration anscheinend gemacht. Schon, okay. Ich meinte damit, die anderen können noch 7 Punkte holen. Ich glaube, ich habe auch schwer 0 Punkte geholt. Ich bin echt nicht gut hierin. Ich glaube, Moggy jetzt. Du warst der Beste, oder? Moggy, also. Moggy, diese 0 oben, steht die auch bei Pokémon Snap? Ist die zu sehen? Diese. Keine Ahnung. Es gibt eine Anzahl an Fotos. Also, du siehst das irgendwo, aber nicht so. Okay. Ja, das ist halt sowieso sehr abstrakt, dass da oben links könnte auch irgendwie zusammenhängen, aber dass der Professor immer da die Bilder prüft und so. Es kann so viel sein, deswegen ist mir so viel eingefallen am Pokémon-Kram. Obwohl jetzt sehr viel Pokémon rausgehasselt auf jeden Fall. Ja. Yeah. Mhm. Oh. Okay, zum Glück hatte keiner eine Idee. Fully? Yoshi's Island? Nicht korrekt. Shit. Nicht übel. Das ich ist so seltsam, das Bild. Ich kann einfach nichts sehen. Also ich kann da eine bestimmte Sache sehen, aber es ist wirklich abstrakt. Hä? Ich bin sehr gespannt, was sie draus macht. Maeve hat gebuzzert. Ich tippe dieses Mario und Luigi Spiel. Dieses Mario und Luigi Spiel. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Der erste Teil Superstar Saga. Ja, Superstar Saga. Es ist nicht korrekt. Ich hab gebuzzert. Oh, Moggy. Yoshi's Island. Hat Fully das nicht gesagt? Hab ich doch gesagt. Ja, das hat Fully gesagt. Ja. Du hättest jetzt nicht die Story sagen können. Beides nicht richtig. Fully? Super Mario World? Nein. Schade. Moggy? New Super Luigi U. Nein, leider auch nicht. Aber ich sehe, woher das kommt. Ja, das Einzige, was ich erkennen kann, ist, dass Mario ist und grün. Ja. Ja. Das sehe ich. Fully? Paper Mario. Nein. Schade. Morgi? Super Mario RPG. Nicht richtig. Mm. Ich finde das voll lustig. Dass euch das, ich finde es nicht lustig. Dass euch das so Probleme bereitet. Wir bereiten alle Probleme. Bin ich an? Ja. Jeder, ich würde einfach mal als sein. Mario Maker tippen. Das sieht sogar so aus mit diesem Helm. Mario Maker wäre gelb. Ist es aber nicht. Es ist nicht Mario Maker, aber ihr pendelt halt um die Lösung herum. Fully hat gebuzzert. Yoshi's Crafted World. Auch nicht richtig. Schade. Es gibt so viele Mario-Spiele, es könnte Damen alles sein. Wer hat noch Punkt, nicht, wer will nochmal? An dem Punkt raten, werfen wir doch nur Mario-Titel. Ja, dann mach das doch. Bin ich dran und Mario 64, dran? Keine Ahnung, wer dran Maeve? Ist. Mario und King K. Rool bei den Olympischen Spielen. Okay, also entweder ich löse es jetzt auf. Von mir ist es auf. Ich habe keine Idee mehr.
Oder ihr hättet auch einfach Mario Bros. Antworten können. Ach, wow. Ihr wart so nah dran. Hat Morgi den Call schon verlassen? Nein, ich bin kurz davor. Ich mag dieses Quiz, ich bin so schlecht. Das stimmt gar nicht. Du bist gleich auf mit Melf, das ist voll gemein. Aber die Punkte sind alle von dem Einfachmodus. Ich dachte, er sagt das. Ja, das ist halt die Definition von schlecht. Es ist noch nicht vorbei. Ihr könnt Fully immer noch bekommen. Fully. Doodle Jump. Hm. Jetzt ist Morgi endgültig traurig. Das ging so schnell. Ich dachte, das wäre schwierig. Ich habe wandelnde Weintrauben gesehen. Sieht so interessant aus. Das ist super interessant. Ich will dieses Spiel spielen und nicht Doodle Jump. Das sieht so cool aus. Ja, ich will eigentlich keins von beiden spielen, glaube ich. Das ist so demotiviert. Das sieht nicht spaßig aus. Was soll das denn? Weintrauben auf Treppen. Rolltreppen. Oh, Weintrauben. Weiter geht's. Was ist, wenn ich Weintrauben bekomme? Fully ist so schnell. Oh Gott, ihr wart alle so schnell. Das war einfach. War ich als erstes? Ja. Ja, natürlich. Psychonauts. Ist das so einfach? Ich hatte es sogar zu Anfang. Ich hatte es mal im Easy Mode. Weil ich dachte, das ist voll easy. Das wäre echt was für ein Easy Mode. Und dann dachte ich, aber wahrscheinlich kommen sie nicht so drauf. Krass. Ja, den Punkt, den hat Fully gebraucht, auf jeden Fall. Das wäre die Chance aufzuholen gewesen, aber Fully war leider, hatte die schnellsten Finger. Es steht 20 zu 13. Ach du Scheiße. Ja. Können wir es bitte einfach hinter uns bringen? Hat auf schnell jemand außer Fully schon mal einen Punkt bekommen? Ja, Maeve. Fully. The Last of Us. Aber das war auch wirklich nicht Hard Mode, aber irgendwie wollte ich. Es ist so hübsch. Es ist echt hübsch. Es ist so ein hübsches Bild. Ich möchte viel lieber das Spiel spielen als The Last of Us. Seht euch das an. Nicht, dass ich The Last of Us kacke finde. Das ist einfach ein fertiges Bild. Das ist nicht mal mehr wirklich neural. So. Das ist stark. Das könnte man so zeichnen. Aber Morgi war sehr schnell. Er hat auch gebuzzert. Hättest du Last of Us gesagt? Natürlich hätte ich Last of Us gesagt. Ist es so deutlich? Ja, von mir aus. Ja. Das ist halt diese Subjektivität von dem einen Ranken von mir. Ich dachte mir, ja, es sieht zwar so aus, aber da ist nicht wirklich. Also, was sind diese roten Pflanzen zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, deswegen. Oh, das sind wahrscheinlich die Zombies. Die von den Pilzen befallen sind. Okay, warte, wie viele sind hier? Okay. Oh, ich habe mich resettet. Das ist aber schwer, würde ich sagen. Ja. Im Vergleich zu den vorletzten beiden. Fully? Splatoon. Leider falsch. Schade. Das sehe ich auch nicht. Nee, ich habe nicht an Spiel Splatoon gedacht, sondern an einfach Toons an der Wand oder so. Es ist dran gesplattet. Ja. Na, ja. Ich mag die Art, dann anzugehen. Die anderen haben komplett aufgegeben. Zu Recht. Ich sehe kein Videospiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kenne halt nichts. Kennen wir alle das Spiel? Ja. Wahrscheinlich, aber. Okay. Ich glaube, ich würde selber nicht drauf so kommen. Einiges damit machen. Die Farben sind schon da, aber ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kam, dass dieses Bild bei rauskommt. Keine Ahnung. Ich könnte mal so reinraten einfach. Mel versucht es nochmal. Ich versuche mal Nier. Leider nicht. Hm. Das ist lustig, Maeve. Ich dachte auch an Nier. Ist ein guter Guess. Ja, ich habe so irgendwie diesen Vibe gerade. Ja. Möchtet ihr es noch weiterhin versuchen oder? Ich würde noch einen Try machen und dann gebe ich auf. Ich würde noch F-Zero sagen. Leider auch nicht richtig. Okay. Nur um sicher zu gehen, Nier Automata ist auch falsch, oder? Es ist Persona 5. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich weiß jetzt, wenn man es weiß, so ein bisschen sieht, so aber aus. Mein Gott, ja. Okay, aber ein sehr cooles Bild für dich. Sieht aus wie so Graffiti in so einer Lagerhalle. Da muss man so erstmal drauf kommen. Da unten ich sehe so ein bisschen diese Menüstruktur auf jeden Fall. Ja, das unten rechts habe ich ein bisschen. Ich weiß nicht. Wegen unten rechts habe ich auch F-Zero getippt, weil das sieht aus wie so eine Turbine oder sowas. Ja. Oh, ja. Und? Aber scheinbar, das ist ein Menü. Letztes Bild? Okay. Vorletztes. Morgi!
Beautiful Joe. Let's go! Yeah. Folge kriegt noch einen Redemption Point. Hab ich noch nie von gehört. Davon hat welche. Ich hab einen Moment gehört, überlegen nice. Müssen. Das war Teil von den Capcom 5 für den Nintendo GameCube. Okay, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ich finde es ein richtig aber cooles Bild, finde ich. Aber ich finde es interessant, dass oben links Guitar Hero wieder mit dabei ist. Oder einfach eine Mauer. Hey, da ist das Wii-Menü. Wo siehst du Guitar Hero? Seht was? Ihr das Wii-Menü? Bei Guitar Hero war doch, ja, oh mein Gott, du hast recht. Bei Guitar Hero war unten in der Mitte auch so eine Art Ziegelsteinmauer, deswegen. Oder bei. Der alte Mann fantasiert schon wieder. Ja, wenn ihr ein Spiel nehmt, was ich nicht kenne. Ich wusste nicht, dass du Beautiful Joe nicht kennst. Kenn ich nicht. Aber Morgi war sowieso so schnell, das hättest du nicht geholt. Das hätte ich eh nicht geholt, nee. Und das ist jetzt. Ich bin so gespannt, ob ihr drauf kommt. Okay, das ist Finale. Das allerletzte. Und ja, Fully hat ja schon seit längerem gewonnen. Du hast die Buzzer nicht zurückgesetzt. Als ob Fully gebuzzert hat, okay? Das ist Mario Odyssey. Nein. Schade. Das ist fast so eine Art Fangrunde. Oh. Morgi? Puzzle Bobble. Nein. Okay, Mav kriegt eine Chance, dann sage ich noch einen Tipp. Es ist Pikmin. Leider nicht. Das ist eine Auffangrunde. Wieso hast du nochmal gebuzzert, Mav? Ich noch einen Tipp, den du sagen möchtest. Achso, okay. Das ist Tux and Funny. What the fuck? Wow! Yeah. Was? Ich wollte gerade sagen, Jo, es hat so ein bisschen was mit uns zu tun oder so. Ja. Hä, wie kamst du jetzt auf Tux and Funny? Da habe ich am Anfang schon dran gedacht, wo du es gesagt hast, dass es so was, ob wir darauf kommen. Ach so. Da habe ich schon gedacht, bestimmt Tux and Funny, aber dann dachte ich mir. Oh, das Bilderquiz ging auch mit den Hamptons zu Ende. Deswegen dachte ich mir, das sieht überhaupt nicht aus wie Tux and Funny, aber ich hatte es die ganze Zeit im Kopf. Ich mache sowas gerne. Wisst ihr, was das ist? Ich glaube, dieser Vogel heißt Tux. Oder zu irgendwie so in die Richtung. Ah, okay. Das ist ein Vogel? Das wäre ein Aquarium. Ja, es stimmt, das ist ein Aquarium. Auch. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ach, oh mein Gott, das ist Tux von Linux. Oh, der Pinguin. Oh mein Gott. Ja. Oh, das erklärt einiges. Und was ist ein Fanny? Aquarium? Vielleicht eine Fischspinne? Erklären wir ein anderes Mal. Ich wollte nämlich gerade sagen. Es ist ein Slur für den Unterleib. Ach so. Und ein Vorname. Aber Johnny, das war ein gutes Quiz. Mir hat der Hartmut am meisten gefallen. Fully hatte seinen Spaß. Und GG Fully. Ich habe mich safe erzählt, aber ich denke mal, er hat gewonnen. Ich denke auch, er hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fully. Das war sehr ich gut. Glaube 21 Punkte und Morgi und Melf, ihr teilt euch den zweiten Platz mit jeweils 14 Punkten. 14! Aber ich denke, ich habe mich verzählt, also ja. Mal gucken. Es ist trotzdem so viel weniger. Haben wir bei Hart. Das Einzige, was wir bei Hart erraten haben, das waren die letzten beiden. Oh, und Maeve, Tux und Funny, ja. Ansonsten hatte Fully alle, kann das sein? Genau. Das zweite hatte noch jemand anders. Das war, Echt? Earthbound, stimmt. Aber sonst, das wurde einseitig. Damit konnte ich nicht rechnen. Das hatte keiner. Ich liebe dieses Bild. Es sieht aus wie so eine. Es ist so Bootleg Mario. Ja, es ist so eine alternative Umsetzung, wo Luigi auch irgendwie nur so eine Art. Es sieht aus wie der eine Gott des Universums aus Katamari vom Gesicht her. Ja, stimmt. Oh, und der hat dann aber noch so Luigi ist so ein Being einfach. Ich so habe halt King K. Rool immer gesehen, die ganze Zeit. Ich dachte mir so, was ist das für ein Donkey Kong Spiel, wo Mario dabei ist? Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong. Da ist Mario dabei in Donkey Kong? Ja, da kommt Mario. Ja, das ist ein spielbarer Charakter. Ach so, das Ganze. Ja. Der Jumpman. Ja. Das gab's auch auf dem Game Boy. Es sieht auch Mario vs. Donkey Kong. Es sieht aus wie Wrecking Crew. Dieser Mario. Stimmt. Danke fürs Mitspiel, Jungs. Es hat mir kein sehr Spaß gemacht. War ein gutes Quiz. Ich mochte es mehr, als es leicht war und ich was erraten zusammenzustellen. Ich fand das Quiz auch sehr gut und ich bin auch sehr überrascht, dass ich dran geblieben bin, sagen wir mal so. Ich hatte am Anfang mir die meisten Sorgen gemacht, dass ich nichts erkenne. Ich dachte, oh Gott, so ein Mischmasch erkenne ich doch nicht. Ja, das ist nicht so gelaufen. Dafür bist du ganz schön, wie ist das passiert? Vor allem hat Fully auch immer, auch wenn man was wusste, war Fully auch immer so viel schneller am Buzzern. Ja.
Das stimmt. Das fürchterlich. Man konnte ihn einfach nicht aufhalten. Im Guard-Mode hat er echt immer reingebassert. Moggy war trotzdem fully schneller. Ja, das stimmt. Auch bei Mittel, glaube ich, war es auch läuft. Immer wenn sowas war, dass wir alle wussten, dann war er immer fully am schnellsten. Das kann sein. Es gibt einfach kein Rubberbanding hier im Quiz. Okay, dann würde ich sagen, das lief nicht gut. Glückwunsch an Fully. Ja, Glückwunsch, danke. Fully. Super. GG, Fully. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.